Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem YouTube-Kanal, der Tobi. Ich bin immer noch auf dem Weg nach Oregon, nach Coos Bay, transportiere Möbel dorthin. Hab hier mal eine kleine Pause gemacht, ja, eine kleine Zwangspause, weil ich mich ja verfahren habe. Ich habe die Auffahrt zum Highway verpasst. Aber nicht so schlimm. Ich habe die Zeit genutzt, mir einen Kaffee gemacht und fahre jetzt einfach mal weiter. Mit meinem Peterbilt. Ja, es ist Mittwochnachmittag. Ich kann gut 10 Stunden noch fahren. Das sieht doch gut aus. So, jetzt nicht mehr die Auffahrt verpassen. Hier links soll ich also abfahren oder auch auffahren Richtung San Francisco. Jawohl, das werde ich doch mal tun. Auf die Interstate 5. Richtung Norden. Ja, wunderbar. Alles frei, juhu! Wunderbar. So, dann schalte ich mal den 13. Gang, Tempomat ist drin. Wunderbar. Dann würde ich sagen, genieße ich meinen Kaffee und die Landschaft. Ein paar Kokostörtchen habe ich mir zurechtgelegt. Perfekt. Ja, sehr schön.
Sacramento, San Francisco. Also das Einzige, was mir aufgefallen ist, was mir ein bisschen fehlt, das sind die Meilenangaben, also die Entfernungen. Wie viele Meilen sind es denn jetzt noch nach San Francisco? Das wäre vielleicht noch so ein Update wert. Aber gut. Und nächste Pause in 6 Stunden, 47 Minuten. Da sollte ich dann auch in 6 Stunden meinen Rastplatz gefunden haben, aber das war bisher ja kein Thema. Oh, ein Unfall. Eine Panne.
so mittlerweile mich auf der Interstate 580, wenn ich das hier richtig sehe. Sacramento Reno, aber ich biege hier mal ab. Richtung San Rafael. So, noch die Überflieger hier. Stockton. Alles klar. Eine Mautstation. Die Durchfahrt kostet $25. Naja, dann.
Ah, wunderbar. Jetzt sind wir hier auf dem Highway 101. Das ist der, soweit ich weiß, Pacific Coast Highway. Ja, der hat Motorschaden. Dann sollte die Straße gleich in der Pazifikküste entlang führen. Erster Aufenthalt in Yukai. Yukai? Ich hoffe, das spricht man so aus. Yukia? 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 Eureka! Also landschaftlich kann man ja wirklich nicht sagen, sehr abwechslungsreich, von der Wüste bis zur Steppe, ja, Prärie, ansatzweise Gebirge. Jetzt fahren wir durch eine Waldlandschaft, wunderbar. Und gleich dann hoffentlich noch an der Küste entlang. 3 Stunden noch, dann sollte ich eine Pause machen. Ich denke mal, das Beste wird sein, bei der nächstbesten Möglichkeit fahre ich auf eine Rest Area. Motel, gucken wir mal, Hotel, was auch immer. Ah, da wäre eine Möglichkeit gewesen. Na gut. Die habe ich jetzt verpasst. Gut. Gut, ich könnte jetzt hier abbiegen. Ach, komm, weiter geht's. Ist mir jetzt zu riskant, da abzubiegen. Zu großer Umweg. Ich sollte vielleicht nicht so heizen.
mir noch ein Ticket einfangen. Na komm, da reihe ich mich mal hier ein. Ja, ich weiß Bescheid. Jetzt könnte vielleicht eine Rest Area mal kommen. Ich habe einen Unfall verursacht. Gut, das war nicht meine Absicht. Ja, in der Highway Patrol sollte ich auch nicht hinten reinfahren. Oh, dann schaue ich mal. Hier wird es ja wohl irgendwo eine Bettenburg geben. Erster Aufenthalt in Eureka. Ja, ist hier gut. Ist doch gut. Tanken muss ich auch noch. Ah, kriegen wir alles hin. Ja, ist ein Motel. Kann ich da bestimmt anhalten, oder? Ne, leider nicht. Ist eine Schranke, na gut. Ja, aber da hinten. Da sehe ich doch ein Bett.
Truck Wash. Aber ein Restaurant gibt's hier. Das ist so gut. Wo kann ich jetzt hier parken? Hier einfach. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.